They saying Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like bogles, you can come on the tour bus, just please no photos. Fuck their eye like Somo, cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know, or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. Top spot, I'm taking that. Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Ich habe etwas gut zu machen. Ich habe leider die Sitzbank von meinem Nachbar vergangenes Wochenende kaputt gemacht. Hallo Waldemar, ich muss auch ganz ehrlich sagen, deine Sitzbank ist relativ unstabil gewesen. Von daher machen wir heute was Richtiges. Ich habe hier ein paar Reste gesehen, eine Palette, ein paar L-Profile. Daraus kann ich was Besonderes zaubern. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Zum besseren Verständnis zeichne ich das Projekt vorher auf. Das soll unsere Rückenlehne werden. Leicht angewinkelt, damit wir es bequem haben beim Sitzen. Wir benutzen ja unsere 1,20 Meter Palettenbretter. Deswegen wird das ja auch eine 1,20 Meter Länge werden. Dasselbe machen wir mit unserer Sitzfläche. Die wird 1:1 gleich sein. Und das werden alles L-Profile werden. Und in diese Schachtel, die wir quasi machen, legen wir unsere Palettenbretter hinein und verschrauben das Ganze. 4 Stück an der Zahl. 1, 2, 3 und 4. Im Hintergrund wird es eine Verstrebung geben, um diese ganzen Rückenlehnenbretter festzumachen. Und das Ganze wird mit Senkschrauben, mit Senkkopfschrauben hier verschraubt. Und dasselbe passiert natürlich hier unten auch. Das muss ich jetzt aber nicht aufmalen. Hier kommt gleich unsere Armlehne. Hier wird auch ein L-Profil angeschweißt in der Höhe. Das suggeriert unsere Armlehne. Ich mache das mal ein bisschen dicker, damit man das sieht. Das ist unsere Armlehne. Und die Füße werden von hier nach unten gehen, in einem leichten Winkel. Werden einmal hier verschweißt. Einmal hier verschweißt, natürlich hier an der Stelle, hier an der Stelle, hier an der Stelle. Dann haben wir eine gewisse Stabilität. Das werden auch L-Profile werden. Und genauso wird das auf der anderen Seite auch gemacht. Auch hier kommt eine Armlehne. Auch aus dem gleichen Holz muss ich mir noch was Passendes zurechtschneiden. Hier haben wir dann quasi einen Abgang. Und hier haben wir einen Abgang. So, hier wird auch verschweißt, hier verschweißt. Quasi für die Ewigkeit gemacht. Für das heutige Projekt brauche ich nur 2 Grundwerkstoffe. Einmal Holz, was wir heute natürlich nicht verschweißen können, aber wir können es schneiden und bearbeiten. Das ist übrigens ein Brett von einer 0815 Palette, Einwegpalette, 120 cm breit. Und dann habe ich hier meine übrigen L-Winkelprofile, also Eckprofile in Stärke, ich denke mal 3 mm, normal Baustahl, Schwarzstahl. Ich habe, glaube ich, so 10 Stück an der Zahl, das müsste reichen. Und daraus machen wir heute eine richtig schöne Sitzbank. Beginnen wir mit dem ersten Rahmen, unsere Sitzfläche. Ursprünglich hatte ich geplant, dass ich von meiner Palette 4 von diesen Brettern verwende. Ich habe aber festgestellt, dass 4 einfach zu kurz sind, deswegen gibt es hier eine kleine Planänderung. Wir benutzen 5, das heißt, ich brauche eine Breite von 50 cm und eine Länge 1,20 m bleibt. Dazu bauen wir uns jetzt den Rahmen, dazu benutze ich meine Bandsäge und schneide das Ganze auf Gehrung und punkte das Ganze. Fangen wir mit dem ersten Schnitt an. Hier ist der Anfang, der ist gerade abgeschnitten. Ich brauche das Ganze auf Gehrung. Deswegen habe ich meine Flex-Bandsäge auf 45 Grad eingestellt. Spann das Ganze jetzt in dem Bereich. Ich verschwende kein Material an der Stelle. So, das Ganze ist gespannt. Und wir können mit dem Schneidprogramm beginnen. Ich schone aber gerne mein Sägeblatt bzw. mein Sägeband und benutze dazu Schmierstoff, damit ich auch länger was davon habe. Yeah.
So, jetzt messen wir das Ganze ab und zeichnen uns die erste Markierung ein, bevor wir schneiden. Ich brauche das Ganze in 1,20 Meter Länge. Ich lasse jetzt hier natürlich Abstand von der Gärung, damit das Brett auch dann nachher später reinpasst. Markiere das Ganze bei 1,20 Meter. So. Nehme natürlich eins von meinen holzvorbereiteten Teilen, lege es ein und überprüfe, ob das stimmt. Und das stimmt millimetergenau. Wir können losschneiden. Zum Glück habe ich mir diese Flex angeschafft. Zu Beginn hatte ich überlegt, das Ganze mit einem Winkelschleifer zu trennen. Das funktioniert natürlich auch sehr gut, aber ich habe mir gedacht, da wir jetzt öfters was schneiden auf Gärung, ist das sehr praktisch mit dieser Flex. SBG 4910 habe ich mir online bestellt und klappt sehr gut. Wir werden die natürlich auch später für Chromnickelstähle verwenden. Würde ich auch so empfehlen. Ich habe jetzt für die Sitzbank alle Teile passend geschnitten. Die schneidet schon recht genau. Wichtig ist aber, bevor ich das Ganze punkte, also in Position bringe, werde ich die Teile vom Öl, vom Rest hier, von diesem Zunder befreien, weil darauf kannst du nicht schweißen. Das funktioniert nicht, das, die Naht hält nicht und so weiter und so fort. Dazu benutze ich meinen Bremsenreiniger, der eignet sich sehr gut dazu. Der befreit mir das ganze Öl von der Stelle und ich kann loslegen. Großzügig auftragen, damit das absolut sauber ist und von Öl und Schmutz befreit ist. Fertig. Ich habe mein Bauteil hier mit dem Sigmund-Tisch und mit den Werkzeugen ausgerichtet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin recht verwöhnt mit diesen ganzen Tools. Für den Heimwerker, er muss halt schauen, wie er das Ganze ausrichtet. Aber das macht die Sache hier natürlich ungemein einfach. Ja? Ich werde das heute, wie man erkennt, mit dem Wickschweißverfahren lösen. Ich habe dazu eine Pico 160 Zell. Ja, ihr habt richtig gehört, Pico 160 Zell ist eigentlich ein E-Handinverter, aber man kann damit auch Wickschweißen mit der Lüfterabzündung. Und das funktioniert wunderbar und das benutze ich heute. Ich werde zu Beginn das Ganze erstmal punkten und dann schön mit Zusatz von innen verschweißen, dass das von außen richtig top aussieht. Die Ecke muss richtig genau angepasst sein. Wir sehen, hier ist alles sauber, sitzt genau, es ist gespannt, es bewegt sich nicht. Also kann ich meinen ersten Heftpunkt setzen. Ich mache das Gas auf, brühe das Werkzeug, Werkstück kurz, ziehe den Brenner hoch und dann zündet die Maschine. So, der erste Hefter ist gesetzt. Wir können die weiteren Ecken verschweißen. Die Liftabzündung hat seine Vorteile und Nachteile. Ich sag mal, beim Punkten, beim Heften, wenn du das oft machen musst, wirst du hier an der Stelle auch öfters die Wolframelektrode anschleifen. Aber für den Hobby- und Heimwerker ist so eine Pico 160 Zell absolut ausreichend, kann ich nur empfehlen. Die liegt im Bereich 500 bis 600 Euro. Von daher ist das schon für mich eine vollwertige Wickmaschine, weil die alleine schon die Pulsfunktion hat. Unser Rahmen ist vorbereitet. Ich habe hier auch Verstrebungen eingebaut. Die werden wir später bohren, um natürlich unsere Bretter zu befestigen. Wir sehen, es passt einwandfrei. Und hier kann man auch deutlich erkennen, dass wir mindestens 5 Stück davon benötigen, damit wir auch genügend Sitzfläche haben. Denn wir sind nicht gerade klein. Und von daher ist das von Vorteil, wenn ich hier 5 Stück einsetze. Das passt ja richtig gut. Schön. Bevor ich mit dem Schweißen beginne, befreie ich natürlich hier den Bereich komplett vom Zunder. Es muss metallisch blank sein.
wollen wir unsere Sitzfläche mit der Rückenlehne verbinden. Ich habe mir überlegt, einen Öffnungswinkel von 120 Grad. Ich möchte es bequem haben. Erstmal will ich das Ganze pumpen, später natürlich stabil verschweißen. Um dem Ganzen Stabilität zu verschaffen, punkte ich hier noch solche Winkel hinein. So habe ich mir das vorgestellt. Es war ein bisschen knifflig. Ich habe hier eine Hilfe drunter gebaut, damit ich sehen kann, ob das soweit passt. Es passt von der Höhe. Habe die Sachen hier mit meiner Flex-Bandsäge angeschnitten, mit diesen Klemmen das Ganze vorübergehend festgemacht. Und jetzt kann ich sehen, dass das eigentlich super passt. Und so werden wir das Ganze auch verschweißen. Ich habe meine Bank schon komplett geheftet, teilweise verschweißt. Beim Schweißen steht wärmer, da müsst ihr aufpassen, kann sich schnell mal was verziehen. Ich bin froh, dass ich hier zum Beispiel an der Stelle nur geheftet habe, weil hier musste ich schon nachkorrigieren, nachziehen. Man sieht die Zange, die werde ich schnell lösen, noch einen Punkt setzen. Soweit passt, ich habe mit der Wasserwaage gemessen. Perfekt, es kommen noch die Füße dran. Unsere Bretter werden vorbereitet. Und dann ist die Bank schon fast fertig. Zu unseren Parametern, bevor ich anfange zu schweißen. Wichtig zu sagen, beim Punkten ist es natürlich passiert, dass ich ab und zu mal ein bisschen kleben geblieben bin. Beim Liftdachschweißen passiert das nun mal. Wenn du eine Übung hast, geht das gut. Aber unbedingt vom Schweißen noch einschleifen, damit der Lichtbogen fokussiert ist. Ich verwende 2/4 unligierten Zusatz. 81 Ampere eingestellt, erstmal ohne Impuls, später mit Puls, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Und Gas auf und los geht's. So sieht unser Schweißergebnis aus, unbehandelt. Die schwarzen Stellen sind entstanden, weil wir doch noch etwas Schmutz auf der Oberfläche hatten. Sonst ist die Naht gleichmäßig, wir haben keine Poren, ist soweit in Ordnung. Ich werde jetzt mit der Bürste das Ganze bearbeiten, abschleifen und dann mit meinem Zinkspray alles schön einsprühen. Ich habe meine Bank gereinigt, mit dem Zinkspray bearbeitet, also quasi eine Schicht aufgetragen. Gestern Abend, heute Morgen sehe ich, dass ich ein paar Stellen nicht erwischt habe, werde ich gleich noch ein bisschen nachbearbeiten, das soll ja schon perfekt werden. Ich merke auch, dass die einen recht professionellen Look bekommt. Wir haben unsere Bohrung schon vorgenommen für die Holzbretter. Was jetzt noch übrig bleibt, natürlich die Holzbretter bearbeiten, eine schöne Armlehne bauen. Und das machen wir jetzt. Ich möchte den eigentlichen Look der Paletten so belassen, diesen rohen Look. Aber die Fasern und diese Maserung, das ist doch zu grob. Das würde ich gerne abtragen, weil wir werden darauf ja sitzen und das soll bequem sein. Deswegen benutze ich meinen Bandschleifer und trage etwas ab. Ja, sowas möchte ich erreichen. Also soll schon glatt werden und dann kommt die Maserung schön raus. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsteil, Endmontage. Ich war schlau und habe die Bretter vorher nummeriert, bevor ich sie abgeschliffen habe. Und immer verfolgt die Reihenfolge, sonst wüsste ich jetzt nicht, welches Brett wohin. Fange jetzt an mit der Endmontage. Passt soweit. Verwende 8er Senkkopfschrauben mit der passenden Mutter. Zieh das Ganze gleich fest an, habe ich genügend Stabilität. Die Holzbretter habe ich mit der handelsüblichen Lasur imprägniert, quasi gestrichen, dass die Farben schöner rauskommen, dass wir diese Maserung sehen. Und ich denke, das wird eine richtig schöne Bank. Aus unserer Zeichnung wurde das. Voilà. Tja, meine Bank ist fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein Projekt brauchst du Ruhe. Da musst du einen Tag Zeit einplanen. Und ich habe halt das Glück, dass ich vernünftiges Werkzeug habe. Wobei meine Empfehlung an euch für den Heimwerker- und Hobbybereich jetzt im Sommer für Haus, Garten, Garage und so weiter und so fort, kann ich die Pico 160 Zell empfehlen. Warum? Du kannst E-Hand schweißen, Elektrode draußen ohne Schutzgas. Du kannst aber auch filigrane, schöne Sachen machen mit Wick, mit Puls, mit dem passenden Wickbrenner. Hatte ich euch ja gezeigt. Also meine kleine Empfehlung an euch. Ich muss auch ehrlich sagen, man hätte auch alles passend mit dem Winkelschleifer zuschneiden können, aber wenn du das genau machen willst und hundertprozentig, benutze am besten eine Flex
Bandsäge. Ja, das war's auch schon. Ich will von euch wissen, ob solche Projekte interessant für euch sind. Das war jetzt eine spontane Idee von mir. Ich wollte das umsetzen. Ist jetzt Sommer, habe ich für meinen Garten das, beziehungsweise falsch, fürs Nachbarsgarten, für den Waldemar habe ich das gemacht, weil ich ja die eine Bank kaputt gemacht habe. Ja, es würde mich interessieren, ob euch solche Projekte interessieren. Sollen wir mehr davon machen? Was meint ihr dazu? Ich würde mich über jedes Kommentar, Feedback freuen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.